Hallo! Hallo! Es ist schon 7 Uhr. Wir sind schon seit 2 Stunden unterwegs. Wir haben ein bisschen verschlafen. Meine Meerschweinchen und Hasen und die Karo hat nachts ein bisschen auf die Kraft gehalten. Wir haben uns einen Samba gemacht. Wir haben eine richtige kleine Party geschmissen. Ohne uns einzuladen. Mhm. Wir haben jetzt noch knapp 2 Stunden. Haben die Hälfte schon geschafft. Sind auch echt gut gekommen. Und ja, die Sonne scheint. Sieht gut aus. Wir freuen uns auf einen tollen Tag. Gar keine Zeit zu. Hallo, wir sind dann mal da. Hallo. ja, Tickets haben wir schon und jetzt gehen wir mal rein und schauen mal, was es hier so Tolles gibt. Ja. Zu essen, deswegen müssen wir Pferdeleckerlis essen. Aber das sind die einzigen Leckerlis, für die Wilma wirklich alles macht. Also da macht sie wirklich sofort auf Kommando. Wenn du ihr das hinhältst, dann spult sie erstmal 30, na okay, 10 Stückchen am Stück. Wo ist die Kamera dann eigentlich? Ja. Du musst hier reingucken. Da rein. Siehst du es? Ja, seh's. So, wir sind schon. Hallo. Hallo. Liebe Grüße von der Equitana. Ja, wir sind jetzt erstmal auf der Equitana. Wir haben uns endlich mal gefunden. So nach 10 Minuten Suchen, wir haben es dann auch endlich hingekriegt. Es sind so viele Menschen, das glaubt ihr gar nicht. Und vielleicht sind wir nochmal bekannte Gesichter hier, wer weiß. Also Maya und Geist treten ja bald auf, da freuen wir uns ja auch schon drauf. Ah ja, genau. Die Dylan sollte ja auch noch kommen, haben wir auch noch nicht gesehen. Aber bei so vielen Menschen hier. Jetzt gehen wir erstmal shoppen. Ja, tschüss. Wir haben noch jemanden getroffen, die Ann-Christine von Pony Liebe. Hallo. Ist auch noch was sagen? Die Pony Liebe auf der Equitana. Ja. Meine große, mein Team hier. Erzähl mal was. Was soll ich denn erzählen? Also, ich habe schon alles leer gekauft. Ja, nein, eigentlich nicht. Gar nicht. Hier gibt's irgendwie gibt es hier echt nichts. Und Shetty-Sachen gibt es sowieso viel zu wenige. Aber ich verstehe, dass du keinen Bock hast. Ich kenne das. Nein. Männlein. Aber ich kann ja auch einfach nett sein und zu ihm gehen. Ich habe heute, glaube ich, weniger gearbeitet als er. Total sinnlos, wie die YouTuber. Kleine Zwischenfrequenz. Wir sind kaputt, die Tüten sind schwer. Caro ist am Essen. Und ich hab keine Lust mehr, meine Füße tun weh. Das ist optimal. Seien Sie dabei. Die goldene Kamera, meine Damen und Herren. Ein deutsches Produkt, ein Bürger aus Deutschland, ein Geld von Ursula Thun, das gelernt wird. Nerven stark, Füße in den Feld, ausgeglichen den Charakter. So? Die war dann zum Beispiel auf der Liste.
Genau, dann kennt ihr das. Julia war auch noch bei Julia Christian. Sie ist schüchtern. Traum, könntest du bitte nochmal in die Kamera fragen, was du möchtest? Ich möchte ein Foto mit der Alexandra. Müssen wir mal gucken, ob sie das macht. Caro, jetzt darfst du. Trau dich. Ja? Trau dich. Caros größter Wunsch ist ein Foto mit. Ja, ich bin dabei. Du darfst auch mit drauf. Es ist jetzt schon ziemlich spät geworden. Also um genau zu sagen, ist es, glaube ich, 6:30. 6:30. Die Messe ist schon ganz schön leer geworden. Wir haben jetzt gerade unsere ganzen Einkäufe zum Auto gebracht. Laufen wieder zurück zum Messegelände. Wir haben schon wieder so viel Geld da gelassen. Aber es wurde kein einziges Halfter gekauft. Ich hatte Halfterverbot. Kein einziges Halfter. Kein einziges. Das muss man schon mal hier... Genau. Und ja, wir gehen jetzt, laufen gerade zurück und schauen uns jetzt noch die Vorstellung an. Maja und Geist, Ann-Christine von Pony Liebe werden da sein, Alexandra Ebern. Gut, ja, wir freuen uns jetzt auf einen tollen Abend. Tschüssi. Tschüssi. Dass man den kleinen Mann hier auch noch mitzieht. Oh, hey, das ist meine Kamera. Super. Also, hi, wir haben noch zum Highlight des heutigen Tages Maja und Geist getroffen. Nach einer super tollen Vorstellung. Und das hat unseren Tag jetzt einfach noch perfekt gemacht und abgerundet. Die beiden sind ein riesiges Vorbild für uns. Und ja, jetzt ist der Tag perfekt. Tschüss! Es ist einfach mal 5.25 Uhr und wir sind seit 26 Stunden unterwegs. Aber für diesen wunderschönen Sonnenaufgang macht man das doch gerne.